Ein kurzes Video über den Satz von Bolzano-Weierstrass stammt aus dem 19. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts von Bernard Bolzano bewiesen. Allerdings hat das damals so gut wie niemand mitbekommen, sodass dann ein halbes Jahrhundert später Karl Weierstrass den Satz nochmal bewiesen hat. Erst die Historiker haben viel später herausgefunden, was Bolzano mehr oder weniger unbemerkt damals schon gemacht hatte. Wir werden sehen, dass das Entscheidende gar nicht der Beweis ist. Der ist nämlich ganz einfach, darum ist das Video auch ganz kurz. Entscheidend ist eigentlich damals gewesen, dass überhaupt Leute erkannt haben, dass man solche Dinge beweisen muss. Wenn man die Analysis wirklich ganz sauber aufbauen will, dann muss man sich am Anfang sehr viele Gedanken über sozusagen Kleinigkeiten machen. Und eine von diesen ganz wesentlichen Kleinigkeiten ist der Satz von Bolzano-Weierstrass. Wir müssen zunächst mal ein paar Begriffe klären und dafür fangen wir mit einem Beispiel an. Wir schauen uns eine Folge von Zahlen an, an, die ist definiert, so wie es hier steht. Wenn n gerade ist, nehmen wir 1 durch n und wenn n ungerade ist, nehmen wir 1 minus 1 durch n. Wir fangen mit 1 an, das ist ungerade, also haben wir 1 minus 1, das ist 0. Dann kommt als nächstes 2, das ist gerade, also kommt 1/2. Dann kommt 3, das ist ungerade, 1 minus 1 Drittel, also 2 Drittel. Der nächste Wert wäre 1/4, der nächste Wert wäre 4/5, 1/6, 6/7 und so weiter. Und man kann jetzt schon sehen, dass die roten Punkte, also die, die entstehen, wenn man für n gerade Werte einsetzt, sich nach links auf die 0 zu bewegen und entsprechend die blauen Punkte nach rechts auf die 1 zu bewegen. Man könnte davon sprechen, dass sich die Punkte an zwei Stellen häufen. Und auf diesen Begriff wollen wir auch zuarbeiten. Und dafür müssen wir erstmal klären, was mit einer Teilfolge gemeint ist. Ich habe hier erstmal die Definition hingeschrieben. Wenn ich also eine Folge habe, an, und ich habe eine weitere Folge, nk, diese Folge nk soll eine Folge von natürlichen Zahlen sein, die streng monoton steigt, also die Zahlen werden nach und nach immer größer, dann nennt man die Folge, die man bekommt, wenn man die zweite Folge in die erste einsetzt, eine Teilfolge von der ersten Folge. Schauen wir uns mal ein Beispiel an. Das ist die Folge an, die wir auf der Folie davor gesehen haben. Und wir wollen jetzt als Teilfolge die roten Zahlen rausgreifen. Die entsprechende Folge nk wäre in diesem Fall diese orange Folge hier unten, 2, 4, 6, 8 und so weiter. Und was jetzt passiert, wenn man die beiden Folgen zusammenpackt, so wie es in der Definition steht, ist das folgende. Wir nehmen mal den ersten Wert aus der unteren Folge. Wir setzen also die 1 ein, das liefert uns die 2. Und diese 2 setzen wir dann oben in die Folge ein, was uns wiederum 1/2 liefert. Also ist der erste Wert der Teilfolge 1/2. Jetzt nehmen wir die 2, die liefert uns unten die 4. Die 4 setzen wir oben ein, das liefert uns 1/4. Also ist 1/4 der nächste Wert der Teilfolge. Und dann bekommen wir als nächsten Wert 1/6 und so weiter. Damit haben wir eine Teilfolge aus der ursprünglichen Folge 0, 1/2, 2 Drittel, 1/4 und so weiter ausgewählt. Das muss nicht so sein wie hier, dass die orangen Zahlen alle denselben Abstand haben. Das steht in der Definition nicht. Das einzig Entscheidende ist, dass es eine Folge von natürlichen Zahlen ist, die streng monoton steigt. Das heißt, was die orangen Zahlen hier im Bild erfüllen müssen, ist, dass immer die nächste Zahl größer als die vorherige ist. Wie auch immer ich das mache, ich bekomme eine Teilfolge heraus. Und jetzt kommen wir zu der eigentlichen Definition, die uns hier interessiert. Man sagt, eine Zahl ist Häufungspunkt einer Folge, wenn sie Grenzwert einer Teilfolge dieser Folge ist. Beispielsweise, wir nehmen die Folge minus 1 hoch n. Das ist die Folge, die immer zwischen 1 und minus 1 hin und her springt. Und da kann man sich leicht überlegen, dass 1 und minus 1 Häufungspunkte sind, weil man sehr leicht, so wie eben, sich zwei konstante sogar Teilfolgen rausbasteln kann. Diese Folge n, das ist die Folge 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter, hat keinen Häufungspunkt. Nur mal als Beispiel dafür, dass nicht etwa jede Folge einen Häufungspunkt hätte, weil egal welche Teilfolge ich mir auswähle, diese Teilfolge unbeschränkt sein wird und wenn sie unbeschränkt ist, kann sie natürlich schlecht konvergieren. Die Folge 1 durch n, die harmonische Folge, ist eine Folge, die konvergiert gegen 0 und darum hat sie auch den Häufungspunkt 0. Insbesondere ist natürlich jede Folge Teilfolge von sich selbst. Und damit haben wir schon eine Teilfolge gefunden, nämlich die Folge selbst, die gegen 0 geht.
Es ist allerdings so, was man hoffentlich sofort einsieht, dass für konvergente Folgen das sowieso langweilig ist. Konvergente Folgen haben immer genau einen Häufungspunkt, nämlich ihren Grenzwert, und egal welche Teilfolge Sie rauswählen, die konvergiert immer gegen diesen Grenzwert. Vielleicht mal zum Selbstnachdenken. Umgekehrt stimmt das nicht. Wenn Sie eine Folge haben, die genau einen Häufungspunkt hat, heißt das noch nicht, dass diese Folge konvergieren muss. Können Sie ja vielleicht mal überlegen. Nächste Überlegung: Hat eine Folge mehr als einen Häufungspunkt, dann konvergiert sie auf jeden Fall nicht. Kann man sich ganz einfach überlegen. Ich habe das mal versucht hier zu skizzieren. Stellen Sie sich vor, Sie hätten zwei Häufungspunkte, die nenne ich mal C und D. Häufungspunkt bedeutet ja, eine Teilfolge konvergiert gegen einen von beiden, zum Beispiel gegen C. Und das heißt ja, dass ab einem bestimmten Punkt alle Folgenglieder aus der Teilfolge in dem kleinen blauen Bereich um C drin liegen. Und das sind ja unendlich viele Folgenglieder. Und das bedeutet, es können nicht fast alle Folgenglieder in dem orangen Bereich um D drin liegen. Das bedeutet, D ist auf jeden Fall schon mal nicht Grenzwert dieser Folge. Und wenn man jetzt die Rollen von C und D vertauscht, dann sieht man, dass C auch nicht Grenzwert dieser Folge sein kann. Und jede andere Zahl kann es erst recht nicht sein. Also kann diese Folge keinen Grenzwert haben. Also nochmal, wenn man mehr als einen Häufungspunkt hat, dann hat man es garantiert nicht mit einer konvergenten Folge zu tun. Und letzte Überlegung noch, die ist für den Satz von Bolzano-Weierstrass nicht wichtig, aber ganz lustig. Wenn Sie sich diese Folge hier anschauen, ich hoffe, es ist klar, wie die gebildet wird. Sie gehen erst alle Brüche mit dem Nenner 2 durch, dann alle Brüche mit dem Nenner 3, dann alle mit dem Nenner 4, wobei ich mit alle Brüche immer meine die, die zwischen 0 und 1 liegen. Diese Folge hat die überraschende Eigenschaft, dass jede Zahl im Intervall 0,1 Häufungspunkt dieser Folge ist. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Diese Folge hat natürlich nur abzählbar viele Folgenglieder, aber sie hat überabzählbar viele Häufungspunkte. Sowas ist also auch möglich. Möchte ich jetzt aber nicht weiter darauf eingehen, kann man sich selbst überlegen. So, und der Satz von Bolzano-Weierstrass, der besagt einfach: Jede beschränkte Folge besitzt einen Häufungspunkt, also mit anderen Worten eine konvergente Teilfolge. Nochmal zur Erinnerung, auf der letzten Folie haben wir ein Beispiel für eine Folge gesehen, die keinen Häufungspunkt hat. Das war diese hier, die ist aber nicht beschränkt gewesen. Also der Satz von Bolzano-Weierstrass sagt, wenn eine Folge beschränkt ist, dann bekomme ich immer mindestens einen Häufungspunkt. So, und jetzt zum kurzen Beweis. Ganz entscheidend ist, dass die Folge beschränkt ist. Weil sie beschränkt ist, kann ich ein Intervall finden, das habe ich hier mal A0, B0 genannt, in dem alle Folgenglieder liegen. Und das sind ja unendlich viele Folgenglieder. Darum kann ich jetzt Folgendes machen: Ich kann das Intervall in der Mitte durchschneiden, es also in zwei Teile zerlegen. Weil ich unendlich viele Folgenglieder habe, müssen in mindestens einer von beiden Hälften auch wieder unendlich viele Folgenglieder liegen. Denn sonst hätte ich ja zwei Hälften, in denen jeweils nur endlich viele liegen, was zusammen auch nur endlich viele Folgenglieder ergeben würde. Also hier steht es nochmal, in der linken oder der rechten Hälfte des Intervalls oder auch in beiden liegen unendlich viele Folgenglieder. Womit wohlgemerkt nicht gemeint ist, dass da unendlich viele Werte drin liegen müssen. Das könnte ja auch eine konstante Folge sein, sondern damit ist gemeint, dass die Folge da sozusagen unendlich oft vorbeikommt in dem Intervall. Dieses Intervall, in dem unendlich viele Folgenglieder liegen, das wähle ich mir aus, oder wenn es beide sind, wähle ich mir eins von beiden aus. Das habe ich jetzt hier A1, B1 genannt. Das könnte zum Beispiel das rechte sein, wie in der Skizze. Und da wieder unendlich viele drin liegen, kann ich das gleiche Spielchen nochmal machen. Ich teile das wieder in zwei Hälften. In mindestens einer Hälfte müssen wieder unendlich viele Folgenglieder sein. Die wähle ich aus. Das habe ich hier zum Beispiel A2, B2 genannt. In diesem Fall im Bild ist es die linke Hälfte, spielt keine Rolle. Und Sie sehen natürlich, wie das weitergeht. Das mache ich immer so weiter. In jedem Schritt nehme ich mir immer eine Hälfte, und zwar eine, in der wieder unendlich viele Folgenglieder liegen. Das gleiche Bild wie eben nochmal, nur etwas anders gefärbt. Die linken Intervallgrenzen sind jetzt mal blau gefärbt und die rechten sind orange gefärbt. Wenn ich mir nur die Menge der linken Werte anschaue, dann ist die natürlich nach oben beschränkt, weil diese Werte ja alle auf jeden Fall kleiner als B0 sind. Und jetzt kommt eine ganz wesentliche Eigenschaft der reellen Zahlen zum Tragen: Weil die Menge der reellen Zahlen ordnungsvollständig ist, muss die Menge der linken Intervallgrenzen ein Supremum haben, eine kleinste obere Schranke. Genau mit der gleichen Begründung, nur andersrum, muss die Menge der rechten Intervallgrenzen ein Infimum haben. Das Supremum nennen wir A, das Infimum B, also Infimum heißt größte untere Schranke.
Und jetzt überlegen wir uns nochmal, wie diese Folge von Intervallen konstruiert war. Der Abstand zwischen den Intervallgrenzen wird in jedem Schritt halbiert. Das heißt, diese Abstände gehen, wenn n immer größer wird, gegen 0. Das bedeutet natürlich, dieses Supremum der blauen Zahlen und das Infimum der orangen Zahlen, das muss die gleiche Zahl sein. Also a muss gleich b sein. Und jetzt nutzen wir aus, dass in jedem dieser Intervalle unendlich viele Folgenglieder drin sind und machen Folgendes. Wir wählen uns aus dem ersten Intervall ein Folgenglied. Dann wählen wir uns aus dem zweiten Intervall ein Folgenglied, das nach dem ersten kommt. Das wird auf jeden Fall gehen, weil im zweiten ja unendlich viele drin sind. Und dann wählen wir uns aus dem dritten Intervall ein Folgenglied, was nach dem zweiten kommt. Das wird auch auf jeden Fall gehen, weil da ja unendlich viele drin sind. Und Sie sehen schon, wie das weitergeht. Weil da immer unendlich viele drin sind, kann man immer weitermachen. Man kann also immer noch eins danach finden. Also, ich habe mal hingeschrieben, wähle in jedem Intervall rekursiv ein noch nicht gewähltes Folgenglied aus. Ist ein bisschen unglücklich formuliert. Eigentlich hätte man sagen müssen, ein Folgenglied, was weiter in der Folge ist als alle, die bisher gewählt wurden, aber dann wäre der Satz so lang geworden. Und wenn wir das machen, dann sind wir fertig, weil wir dann nämlich eine Folge konstruiert haben, die eine Teilfolge unserer ursprünglichen Folge ist und die gezwungen ist, innerhalb dieser immer enger werdenden Intervalle zu verlaufen. Darum muss sie zwangsläufig gegen diesen Wert a bzw. b konvergieren. Und das wollten wir ja haben. Wir wollten eine Folge konstruieren, eine Teilfolge konstruieren, die konvergiert. Die haben wir gefunden.